Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Teamprojekt zusammen mit dem Günni und dem Chris. Moin. Und ja, Alter, wir sind... Alter, Chris, was ist denn zusammengefahren, ey? Wer? Na du! Wieso? Ich hab am Rand angefangen. Die Bahn ist schlimmer wie sonst was. Ja, es war... Schlimmer es war... wie ich, von... Schiefturm von Pisa. So. Der Anfang von der Bahn ist am schlimmsten. Mhm. Müssen wir dann reinkommen, ist das geht noch wieder. Moin, Gudi. Fahr bitte weiter, danke. Meistens wird das einer beim neuen Projekt rumfahren. So. Das wäre witzig. Voll. Na, ich hab die Bahn schief gemacht, ich muss nochmal neu ansetzen. Moin. 840. 1060. So. Kann nur Jahre da dauern. Alles gut. Ah. So, war keine saubere Kurve. Müssen wir nachher noch ausbessern. Das krieg ich gleich an, Alter. Schon im PSP der Westermann. Also mit der Arbeitsbreite, wie wäre das dann, wenn du bei unserer Arbeitsbreite nehmen würdest? Ich bin auch gestern erst um 1 ins Bett gegangen. Du bist selber schuld. Ja, schon. Kann keiner irgendwas für. Von daher bin ich kein. Ich denke nicht, der um 10 schon im Bett war. Du hast schon 11 gepennt oder aber egal. Nur wenn ich hier an die Dinge komme, ist die Kurve komplett verkackt. Also Chris, die Kurvenfahren üben wir noch ein bisschen. Jo, chill mal. Wir arbeiten am Mittag. Alter, wer arbeitet mit sowas, bitte? Es gibt Leute, die freiwillig mit solchen Dingern arbeiten. So. Hab ich schon gesehen auf YouTube. Die keine Hobbys haben. Ja, ich Der ist dann mit einem 8R und mit so einem Ding rumgeeiert.
so mit einer OTA und so muss das sein. Nein! Das wird so umgedübelt. Nämlich das Größte, was es gibt und ja, Lappert. Ist eine Decklingenbach von LS17. ...1050. Sollte eventuell das Ding auch senken. So, jetzt regnet. Egal. Ich wirklich egal, Boxenarbeit, glaube ich. Beim neuen Projekt muss unbedingt Reha mit drauf, Alter. Oder ich werde nicht so safe einfahren im Ding. Das ist ja gerade dein das Geile. Im Schlamm, das ist geil. Wenn man da eine schöne Abschleppkette mit drauf. Und dann kommst du in den Big Butt und dann Jana. Ich hole meine dicken Schlepper, irgendwie 10,50 oder so. Vielleicht nicht so hoch. Und dann zahle ich die raus. Viel Spaß dann Tieflader dann rauszuziehen, das Gerät hinten drauf. Wird schon. Das vielleicht ein bisschen schwer wäre. Da müssen wir sowieso noch mal rein gucken. Bitte wegen was Kleineres. Gerade wie Radladermäßig ist. Und vielleicht auch Bagger. Dass man vielleicht noch Mini-Bagger drin oder sowas. Wenn wir neues nächstes Challenge-Projekt machen, ich war schon eine Challenge, Alter. Ich starte an zum Ring. Mit dem Ding aber. Ach so. Ich mache da nicht mit. Ja, nicht. Ja, zwischen welchen zwei wohl? Also, Hey Chrissy. Na. So. Zumindest richtig befahren, ne? Ich glaub, der hat da komplett verkackt, oder? Dann beide komplett verschissen. Haben nur die Folge gesehen, da wo du den einfach fest reingeschafft hast. Ja, ich hab das halt. Ich bin halt den komplett gleichen Parcours gefahren, weil ich gucken wollte, ob es halt auch machbar ist. Ja, ich hatte nämlich so in einem Dreiviertel Minute, glaube ich, drin. Ich dachte mir so, ist das zu einfach, wollen wir es noch schwieriger stellen? Weil ich mir dachte, die zwei können nicht rückwärts fahren mit Drehschirme. Ich kenn's auch nicht. Das heißt Nein. immer, mit der Deichsel mit. Aber ich schaff's nicht. Das Ding ist so an sich, wenn Leute fragst, die es richtig gut können, die sagen einfach so, die können es dir nicht richtig beschreiben wahrscheinlich. So wie es bei mir zum Beispiel ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache, aber hier. ich kann's aber. Chrissy!
Wazu? Ja, weil du dich so mitbewegst, wie die Deichsel sich bewegt. Und kriegst den gerade. Ja, das waren ja über Kurven und dann noch einparken, oder? Passend. Alter, wie zum Beispiel die TikTok-Videos, wo es da ihren Anhänger angeblich rückwärts einrangieren. Hä? So. Knallgas! So. Ja, was ist so voll mit Leuchten? Lass dann in der nächsten Folge Taktatasche. Ich möchte dann den Sound einmal hören, da von den Rasenmähern. Rasenmäher? Nee. Könnte schon Rasenmäher-Bulldog sein. Nicht einschlafen. Hm. Ich hab heute mal eine Schulaufgabe gehabt, Alter. Was heißt? Mal eine Schulaufgabe gehabt. Und wie war? Ja, ganz gut. Dann was lustig war, ich durfte gestern gleich jetzt mal eine Bewerbung schreiben. Und ich bin Punkt 1 fertig geworden, Alter. Das Ding ist, über das ähnliche Thema, ein Teil von demselben Thema, haben wir eine Ex drüber geschrieben. Und da habe ich eine 2 bekommen, halber Punkt zu 1. Das ist auf jeden Fall vielversprechend wahrscheinlich. Was machst du? Laden. Kannst du auch mal machen. Bin noch nicht voll. Bin auch noch nicht voll. Wie weit seid ihr? Keine Ahnung, ein paar Bahnen noch. Ich hab 5 Bahnen noch. Könnt ihr ja dann noch helfen? Dass mal so ein Wort aus dir rauskommt, das wundert mich. Also. Viel. Naja, vor allem, wir haben heute den Sport. Hab ich gegen meine Sportlehrer Basketball gespielt. Ich war so am Arsch. Weil der Typ hat jeden Kackball bekommen. Du könntest so hoch wie möglich schmeißen, der hat den bekommen. Dann könntest du so gefühlt an Sonne hinschmeißen. Dann kriegt der den. Bei meinem Sportlehrer war es nicht anders. Ja. Er ist so gefühlt Basketball-Profi, Alter. Ist so, Alter. Ich hab den von der 3 ausgeschmissen. Ja. Ich hätte den wirklich reingekriegt, aber der springt so hoch und hat den mit den Fingerspitzen unten noch berührt. Der geht mir leck mich am Arsch. Ja. Ich hatte den noch ein bisschen höher gepusht und dann. Ist er nicht oben an die schwarze Ecke gegangen, sondern ein bisschen drüber und dann, nö. Das Ding ist, ich habe heute auch ein paar richtig schöne Körbe gelandet, Alter. Einen habe ich so richtig schön im Drehen mitgenommen von der Dreierlinie. Und einen habe ich sehr weiter weg von der Dreierlinie geschmissen. Ich habe einmal weiter hinter von der Dreierlinie gemacht. Ich habe mir so den Arm gezerrt, Alter. Alter, ja, ich war morgen auch so richtig einen Muschelkater haben. Wir hatten halt das Spiel 4 gegen 4. Und dadurch, dass wir vorher nur 7 waren, hat dann unser Sportlehrer gesagt, ja, dass er nur bei uns mitspielt. Junge, nie wieder.
Wir hatten zwei Zweier-Teams und ein Dreier-Team. Vor allem, da war ein guter im Dreier-Team, der Rest war wirklich, sag ich jetzt mal, Noobs. Aber haben trotzdem gegen das Team gewonnen, Alter. Aber, ne? Okay, ich bin, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, auch relativ gut. Jetzt müsstest du alles mitbekommen, oder? Hm? Müsstest eigentlich alles mitbekommen. Ja. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.